Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Heute ist das Fest der Darstellung des Herrn, das auch Maria Lichtmeß genannt wird. Hier geht irgendwie auch die Botschaft des Stalles und der Krippe von Bethlehem weiter. Gottes Sohn erniedrigt sich, er wird Mensch, wird Kind und dann eben auch Sohn ganz normaler Eltern sozusagen, auch wenn Maria eben unbefleckt empfangen worden ist. Also ein Leben zunächst einmal in Verborgenheit 30 Jahre lang. Es sind irgendwo auch einfache Leute, man könnte auch sogar sagen, nicht betuchte Leute. Also der eine wahre Gott, du Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, du unterwirfst dich selbst diesem Gesetz. Was ist das für ein Gesetz? Nun, nach dem Gesetz muss eine Mutter den Erstgeborenen ja sozusagen darbringen, also ein Reinigungsopfer darbringen. Dies tut Maria, obwohl Jesus eben nicht in Sünden empfangen und geboren worden war, obwohl er eben keine Erbsünde hatte. Und nach dem Gesetz wird er aber dann im Tempel dem himmlischen Vater, man könnte sagen in Anführungszeichen, dargestellt. Und das müssen wir so sagen, weil er ja mit seinem Vater, mit Gott Vater, in engerer Verbindung steht als jeder andere Mensch, ist das natürlich schon erstaunlich und ist es tatsächlich eine Tat der Demut. Also Gottes Sohn erniedrigt sich, Gottes Sohn wird gehorsam, Gottes Sohn lässt sich unter das Gesetz eben dann einreihen. Später hast du, Herr, dann selbst von dir gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, aufzuheben. Nein, ich bin nicht gekommen, es aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Nun, die vier Personen, die wir heute im Evangelium der Heiligen Messe vorgestellt bekommen, zeigen uns eigentlich vier verschiedene Schwierigkeiten, können wir sagen. Erstens Befürchtungen, denn Maria selbst wusste ja auch nicht so genau, wie geht es nun weiter. Ein Rätsel, das ist Josef. Er sollte eben Maria nicht verstoßen, aber er war eben halt nur der Ziehvater Jesu. Eine Ohnmacht. Hanna, die Hochbetagte, war ohnmächtig sozusagen, in dem Sinne, dass sie nur noch sitzen und beten konnte. Sie war eben hochbetagt. Und als viertes der Simeon, der jetzt keine Lebensschwierigkeit hatte, sondern der wunderbar keine Angst vor dem Tod hatte, sondern darauf gewartet hatte, wie es ihm verheißen war, eben den Messias zu sehen. Und dann konnte er sich sozusagen getrost von der Welt verabschieden. Also das heutige Fest der Darstellung des Herrn ist in gewisser Hinsicht eine Aufforderung für uns alle, denn auch wir sind von solchen Lebensschwierigkeiten oder sagen wir ja von diesen Situationen nicht gefeit. Wichtig ist aber, den richtigen Blick dafür zu haben. So sind Maria, Josef, Hanna und Simeon Beispiele dafür, wie wir unser Leben dem Herrn übergeben können und es ihm anvertrauen können. So wollen wir dich jetzt noch bitten in unserem Gebet, Herr, gib mir dieses große Vertrauen zu dir, sodass ich mich ganz dir
anheimgeben kann. Ein geistlicher Autor hat eine Geschichte erzählt. Ich nehme an, dass es eine wahre Geschichte ist. Sie hat sich in Marokko im Norden Afrikas ereignet. Dort war während des Zweiten Weltkrieges ein Gefangenenlager. Zunächst siegten ja die Deutschen und dann waren die Gefangenen Marokkaner und Franzosen. Nach dem Krieg änderte sich das natürlich. Dann waren in diesem Lager 1500 Soldaten, darunter auch der Franziskaner Priester Gerion Goldmann. Und dieser bemühte sich, ins Lager ein wenig Menschlichkeit zu bringen. Er betete, er feierte die heilige Messe, er hörte Beichten und er gründete sogar einen Gesangsverein. Und so gewann er diese Menschen für sich. Aber im Januar 1946 wurde Gerion Goldmann abgeführt und ins Gefängnis gebracht. Er wurde beschuldigt, sich nur als Priester auszugeben und dabei überhaupt keiner zu sein. Und er sollte auch ursprünglich ein Befehlshaber eines Konzentrationslagers gewesen sein, nämlich das von Dachau. So bezichtigte man Goldmann der Lüge. Und es wurden sogar fast 30 unterschriebene Falschaussagen ihm vorgelegt. So wurde er zum Tode verurteilt. Er sollte morgens um 3 Uhr erschossen werden. Um 2:30 kam ein Oberleutnant mit 3 Soldaten in seine Gefängniszelle. Der Oberleutnant befahl den Soldaten, draußen zu warten. Ja, warum? Nun, er ging hinein und er suchte Goldmann um eine Beichte. Diese dauerte ziemlich lange und so wurden im Flur laute Stimmen hörbar. Daraufhin betrat ein anderer Oberleutnant die Zelle und berichtete, dass die Hinrichtung auf Intervention des französischen Botschafters im Vatikan nicht vollstreckt werden sollte. Der Papst hatte um Gnade für den verurteilten Goldmann gebeten. Und dieser Botschafter war Jacques Maritain, eben ein bekannter französischer Philosoph. Also bei dieser Geschichte von Goldmann können wir sehen, erstens eine Befürchtung, was mit ihm nun sein wird, ein Rätsel der falschen Beschuldigung, eine Ohnmacht im Gefangenenlager und die Konfrontation mit dem Tod, aber auch Gerion Goldmann übergab sein Leben ganz Gott und stellte dann fest, dass das Opfer kein Verlust war, sondern eben ein großes Geschenk. Nun, im heutigen Fest, das auch Maria Lichtmess heißt, geht es eben halt um Licht. Und Simeon stimmte ja ein Loblied auf das Kind an und pries es als Messias. Und er sagte: Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Also der Greis Simeon hatte Jesus als Licht zur Erleuchtung der Heiden und natürlich als Messias bezeichnet. Und so ist es, dass also am heutigen Tag, zumindest in einigen Pfarreien, Kerzen, die mitgebracht werden, geweiht werden, sodass also sie auch symbolisch das Licht der Welt sind, das dann in die Häuser hineingetragen wird. Ja, und das ist etwas Wunderbares, denn das Licht ist es, was uns immer wieder auch selbst erleuchtet. Es ist der Herr, du Herr bist es, der uns Licht schenkt. Und dieses Licht können wir auch als Hoffnung bezeichnen. Der heilige Josef Maria schrieb einmal: Hoffnung, das ist das Wunder der beschaulichen Seele. Wir leben aus dem Glauben, aus der Hoffnung, aus der Liebe. Und genau das ist auch für uns heute wichtig. Hoffnung und dann Begegnung mit dem Herrn und Helligkeit in unseren Tagen. Ja, und der 2. Februar ist schon ein bisschen näher, nicht nur an Karneval, sondern eben auch am Frühling dran. Und da gibt es auch eine Bauernregel.
die sich sogar in USA durchgesetzt hat. Denn da heißt es in der deutschen Bauernregel, wenn im Lichtmess der Dachs noch im Loche bleibt, kommt späterhin noch Kälte. Und dies wurde, weil es nicht der Dachs ist, der in den USA vorkommt, sondern das Murmeltier, dann eben der Murmeltiertag genannt. Also wenn das Murmeltier noch im Bau bleibt, dann kommt noch mal Kälte. Nun, das ist eine nette Sache, die jetzt weniger mit dem Licht zu tun hat, aber doch mit Wärme und Frühling und Hoffnung. So wollen wir den Herrn auch darum bitten, auf die Fürbitte Mariens, dass er uns Hoffnung schenkt für unser eigenes Leben, sodass wir uns wirklich auch in ihn hinein begeben können und ihm vollends vertrauen können. Amen.